Herzlichen Dank vorab für die Einladung, hier kurz die Arbeit der Statistik Austria und auch die Beziehungen der Statistik Austria zu Ihnen als Unternehmen ein bisschen auseinandersetzen zu können. Mir ist bewusst, dass die Programmgestaltung sozusagen mich zwischen das Mittagessen und meinem Vorredner, der über Wolken gesprochen hat, gestellt hat. Ich werde mich daher versuchen, kurz und bündig zu fassen und das trotzdem für Sie interessant zu gestalten. Ich möchte in meinem kurzen Vortrag vor allem auf drei Punkte eingehen in Bezug auf das Thema Statistik und Wirtschaft. Erstens möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über das Statistikportfolio geben, das wir tagtäglich bei uns im Haus erstellen, und dann auch einige Beispiele anführen, wo ich hoffe, dass der Nutzen unserer Arbeit plausibel dargestellt werden kann. Im zweiten Punkt möchte ich darauf eingehen, dass unsere Beziehungen als Statistik Austria zu den Unternehmern ja nicht nur in dem Sinne zu verstehen sind, dass Unternehmen unsere Daten nutzen, sondern dass wir natürlich an viele, vor allem große Unternehmen herantreten müssen, um sie in Erhebungsprozessen, um Informationen zu ersuchen. Wie wir das gestalten und wie wir das versuchen, effizienter zu gestalten, möchte ich in dem zweiten Punkt auseinandersetzen. Und im dritten und letzten Punkt möchte ich auf einige Herausforderungen eingehen, die sich uns als Statistikamt im europäischen Kontext, aber auch im nationalen Kontext stellen. Zuerst zum Statistikportfolio. Eine gute amtliche Statistik, eine offizielle Statistik versucht, alle Lebensbereiche, die für eine Gesellschaft von Bedeutung sind, in Zahlen zu fassen. Und grob ordnen kann man das in drei Bereiche. Unsere Statistiken werden im Bereich Menschen und Gesellschaft erstellt. Das sind zum Beispiel Statistiken, Zahlen zu Arbeitsmarktentwicklungen, zu Bevölkerungsentwicklungen. Wir machen Bevölkerungsprognosen zum Beispiel zu Gesundheit, Soziales, aber auch zu Wohnungen und Gebäuden. Der zweite große Block ist der Block der Wirtschaftsstatistiken. Hier zuallererst zu nennen natürlich die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, die hier unter anderem das Bruttoinlandsprodukt beinhalten, aber auch Statistiken zu Außenhandel, zu Handel, Dienstleistungen, Produktion, zu öffentlichen Finanzen, Budgetdefizit, Maastricht-Indikatoren sind Ihnen sicher ein Begriff, oder aber auch Statistiken zur Inflationsentwicklung, also zu Preisen. Der dritte Block ist ein bisschen ein Sammelsurium. Wir haben ihn genannt Energie, Umwelt, Innovation und Mobilität. Das heißt, wir erstellen auch Statistiken zu Energieverbrauch, zu Umweltentwicklungen, zu Forschung und Entwicklungsausgaben, zur Informationsgesellschaft. Also wie wird IKT genutzt in Unternehmen, wie wird es genutzt von Privatpersonen, ist zum Beispiel in solchen Statistiken abzulesen, aber auch Statistiken zu Verkehrsentwicklung. Also ein sehr, sehr breites Portfolio, aus dem ich jetzt vor allem aus der mittleren Säule, weil das ist die Säule, die Sie wahrscheinlich in Ihrer Arbeit am meisten betreffen wird, drei kurze Beispiele nennen möchte, wo ich den Nutzen von Statistik und die Übersetzung in Ihre Arbeit versuche darzustellen. Zuallererst das Bruttoinlandsprodukt, also ein weit zitierter Indikator. Sie sehen hier, im Jahr 2009 gab es die Rezession von minus 3,8%. Das sind reale Prozentveränderungen zum jeweiligen Vorjahr des Bruttoinlandsprodukts. Dann aber 2011, die letzte Zahl, die uns vorliegt, eine deutliche Erholung der Wirtschaftsentwicklung, ein Plus von 3,1%. Und wir haben ja vor kurzem die Defizitzahlen für 2011 vorlegen können, die weitaus besser ausgefallen sind als die Erwartungen, und ein Großteil dieser Entwicklung ist auf die Konjunkturentwicklung und auf die sprudelnden Steuereinnahmen zurückzuführen gewesen. Was sich aber hinter dem Bruttoinlandsprodukt verbirgt, ist eine Fülle von Informationen, die für sowohl wirtschaftspolitische Entscheidungsträger, aber auch für Sie als Entscheidungsträger in der Privatwirtschaft von Bedeutung sind. Man kann das Bruttoinlandsprodukt von drei Seiten betrachten. Sie kennen das vielleicht aus Vorträgen über die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung.
Die erste Seite ist die Entstehungsseite. Da haben wir die Produktionsleistung der Wirtschaftssektoren, also Dienstleistungssektor, der produzierende Bereich und der Primärsektor, und das ist die Landwirtschaft, dargestellt. Wir haben dann den Bereich der Verteilung, also die Betrachtungsweise der Verteilung. Das heißt, wir sehen uns an, wo Einkommen generiert werden im Staat, bei den Unternehmen, bei den Haushalten. Und dann gibt es die Verwendungsbetrachtung, wo wichtige Indikatoren über Investitionen oder über das Konsumverhalten sowohl vom Staat als auch von Haushalten abgebildet werden kann. Das sind alles wichtige Entscheidungsgrundlagen für die Wirtschaftspolitik, die ja wissen möchte, ob ihre Maßnahmen, die sie setzen, sich auf die Zielgrößen positiv oder negativ auswirken. Zweites Beispiel, Inflationsentwicklung. Sie werden wahrscheinlich die Zeitungsberichte, Medienberichte letztes Jahr gelesen und gehört haben, dass wir eine Inflationsentwicklung haben, die teilweise deutlich über dem europäischen Durchschnitt gelegen ist. Sie sehen hier eine Kurve, das ist die rote Kurve, die die österreichische Inflation im Jahr 2011 abbildet, deutlich über den Kurven der Europäischen Union 27 und auch des Euroraums, blaue und grüne Kurve. Was aber interessant ist, ist natürlich die Frage zu stellen, was führt zu dieser Preisentwicklung, und hier möchte ich Ihnen zeigen, dass uns sehr, sehr detaillierte Informationen vorliegen, um hier Erklärungsansätze bieten zu können, die dann von Wirtschaftsforschern weiter verarbeitet werden können und von der Wirtschaftspolitik genutzt werden können. Sie sehen hier die wichtigsten Hauptgruppen, die beigetragen haben zu dieser Preisentwicklung, gereiht nach der Bedeutung ihres Beitrags, und die obersten drei Gruppen sind Verkehr als die oberste Gruppe, dann gefolgt von Wohnung, Wasser, Energie, und die dritte Gruppe sind Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke. Also das sind die drei Gruppen, die am stärksten zur Inflationsentwicklung im Jahr 2011 beigetragen haben. Die ersten beiden Gruppen ganz deutlich geprägt durch den internationalen Erdölpreis, der sich hier in Spritpreisen in den Verkehr, in die Verkehrsgruppe übersetzt hat, beziehungsweise über Heizölpreise in Wohnen, Wasser, Energie sichtbar ist. Und dann an dritter Stelle die Nahrungsmittelpreise, die indirekt auch über die Transportkosten sehr stark mit beeinträchtigt werden von Erdölpreisentwicklungen. Drittes Beispiel, unsere Statistiken zum Außenhandel. Sie sehen hier, dass der Außenhandel sich im Jahr 2011 wieder deutlich erholt hat, sowohl was die Importe als auch was die Exportvolumen betrifft. Wir haben hier Volumina, die das Rekordjahr 2008 wieder übertreffen. Das heißt, die Wirtschaftskrise hier im Außenhandel, die sich deutlich im Jahr 2009 abgezeichnet hat und dann 2010 die Erholung, hat sich 2011 weiter erholt, und wir sind über dem Jahr 2008. Jetzt ist es aber natürlich für ein Unternehmen, das in einem bestimmten Sektor tätig ist, da interessant zu wissen, wie hat sich meine eigene Branche entwickelt im Außenhandel, und was kann ich dafür für meine eigenen Unternehmensentscheidungen ableiten, wo stehe ich im Vergleich zu meinen Peers, zu meinen Mitkonkurrenten oder Mitbewerbern. Deswegen müssen wir ein bisschen stärker in die Tiefe schauen, und Sie sehen hier die Veränderungsraten zwischen 2011 und 2010, was Importe und Exporte betrifft, und besonders heraussticht hier die fast 50-prozentige Steigerung der Exporte im Bereich Getränke und Tabak. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Getränkeunternehmer sind, der ins Ausland exportiert, und Sie sehen sich diese Entwicklung an, dann ist das zwar für Sie spannend, aber Sie wissen noch nicht, habe ich dazu oder hat meine Branche dazu beigetragen, oder ist das die Tabakbranche, die dazu beigetragen hat. Das heißt, wir können noch tiefer hineinschauen in die Zahlen und sehen dann in dieser Tabelle eine Aufgliederung, wo ganz deutlich sichtbar ist, dass die positive Exportentwicklung ausschließlich auf die Getränkeindustrie zurückzuführen ist, plus 53,9% im Vergleich zum Jahr davor, 2010, auf ein Exportvolumen von 1,2 Milliarden Euro, während die Tabak und Tabakwaren eine Einbuße hinnehmen mussten im Exportsektor. Ich habe dieses Beispiel gewählt, um Ihnen zu zeigen, dass wir
wenn wir unsere Daten erheben, wirklich Detailinformationen zur Verfügung haben, die dann bei der genauen Betrachtung ein sehr differenziertes Bild ermöglichen, wie sich unsere Wirtschaft entwickelt, wie sich einzelne Branchen entwickeln. Und das, denken wir, ist sowohl von Nutzen für die Unternehmerschaft, für die einzelnen Unternehmen, die hier im Export zum Beispiel tätig sind, als auch für die Wirtschaftspolitik, die hier eventuell Maßnahmen setzen möchte. Ich komme damit zu unserem, zu dem zweiten Punkt, den ich genannt habe, die Beziehung der Statistik Austria zu den Unternehmen. Wir haben in unserem Statistikgesetz zwei ganz wichtige Zielsetzungen. Einerseits sollen wir natürlich hochwertige Statistiken erstellen, hochqualitative Informationen zusammentragen. Gleichzeitig sollen wir aber Unternehmen möglichst wenig belasten mit der Befragung von Inhebungsvorgängen. Das heißt, das ist natürlich eine Waage, die ich hier gegenüberstellen muss und die wir versuchen mit dem Einsatz hochtechnologischer oder neuer technologischer Entwicklungen zu bewerkstelligen. Wir haben schon seit einigen Jahren die elektronische Meldeschiene stark forciert. Es gibt für alle wichtigen Unternehmenserhebungen bereits die Möglichkeit, über das Web diese Fragebögen auszufüllen. Es gibt auch die Möglichkeiten, und das wird vor allem von großen Unternehmen genutzt, sich Fragebögen herunterladen zu können, damit sie dann offline ausgefüllt werden können. In großen Unternehmen ist es oft so, dass Teile von diesen Erhebungsbogen von verschiedenen Abteilungen ausgefüllt werden und daher diese Offline-Bearbeitung Sinn macht. Es gibt aber auch die ganz einfache Übermittlungsmöglichkeit von standardisierten Excel-Dateien, die uns per E-Mail zugestellt werden. Ganz wichtig ist es uns aber, wenn wir mit Erhebungsfragen an Sie als Unternehmen herantreten, dass wir einerseits eine Information geben, wofür wir diese Daten überhaupt brauchen und Ihnen auch dann die Resultate in Form der Statistiken präsentieren können, damit Sie verstehen, dass dieser Aufwand, der natürlich immer verbunden ist mit so einer Erhebung, sich letztendlich in Informationen niederschlägt und daher lohnt. Und gleichzeitig haben wir eine Hotline zur Verfügung, sodass, wenn Fragen auftauchen bei der Ausfüllung dieser Erhebungsbögen, Ihnen unsere Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dritter Punkt, die Herausforderungen, die ich sehe für unser Haus, sowohl als Statistikproduzent, aber auch als Teil eines Informationsbereiters auf europäischer Ebene und auf nationaler Ebene. Was die Statistikproduktion betrifft, ist ganz klar, dass der Zug in Richtung stärkere Verwendung von Verwaltungsdaten geht. Das heißt, wenn wir tatsächlich dieses Ziel, Respondenten möglichst wenig zu belasten, ernst nehmen, dann müssen wir auf vorhandene Daten zurückgreifen können und dann statistische Auswertungen aus diesen Daten ableiten können. Jetzt ist es aber so, dass Verwaltungsdaten in der Vergangenheit natürlich mit einem ganz bestimmten Zweck, nämlich dem Verwaltungszweck, erhoben worden sind und jetzt sozusagen diese Zusatzaufgabe, nämlich Statistiken daraus erstellen zu wollen, doch neue Herausforderungen auch für die Verwaltungsdaten und für deren Design stellt. Und daher ist ganz wichtig, dass in Zukunft eine Einbindung der Statistik in das Verwaltungsdatendesign und die Erstellung von Verwaltungsdaten bereits sehr frühzeitig erfolgt, sodass hier Bürger oder auch Unternehmen nicht mehrfach mit ähnlichen oder denselben Fragen konfrontiert werden müssen. Wir sind sehr stark darum bemüht, eine Registerlandschaft mit aufzubauen, gemeinsam mit den Verwaltungsstellen, die diese Register für ihre Zwecke nutzen, um Daten sammeln zu können, ohne dass wir jetzt tatsächlich an die Respondenten herantreten müssen. Ein Beispiel: Wir haben letztes Jahr die Volkszählung durchgeführt als reine Registerzählung. Das heißt, wir mussten keinen einzigen Haushalt mit langen Fragebögen belästigen und konnten 99% der Informationen, die wir in der Vergangenheit über traditionelle, sehr teure Volkszählungen zusammentragen konnten, über diese Registerzählung zusammentragen und erstellen. Was allerdings
eine Herausforderung ist bei der Verwendung von Verwaltungsdaten, ist das Ziel, möglichst zeitnahe Statistiken erstellen zu können. Hier gilt es, die Zeitverzögerungen zu verkürzen. Ich gebe Ihnen ein sehr extremes Beispiel. Wir machen zum Beispiel Steuerstatistiken über die Körperschaftssteuer, die wir allerdings erst 4 Jahre nach dem Berichtsjahr veröffentlichen können. Das hat aber nicht damit zu tun, dass unsere Leute in der Statistik sehr langsam arbeiten, sondern es hat damit zu tun, dass wir eine Bescheidstatistik erstellen. Und da ist vorerst einmal die Steuererklärung des Unternehmens erforderlich. Und dann geht das durch die Finanzverwaltung, und die Erstellung von Bescheiden braucht dann auch ihre Zeit. Unsere Leute haben dann gerade ein halbes Jahr Zeit maximal, um diese Statistiken zusammenzustellen und sozusagen veröffentlichungsfähig und vergleichbar in Statistiken zu fassen. Das ist natürlich für die Wirtschaftspolitik nicht besonders attraktiv, über einen Stand von vor 4 Jahren berichtet zu bekommen, und insofern gilt es hier wahrscheinlich auch Zeitverzögerungen im Bereich der Verwaltungsdaten zu verkürzen. Hausintern versuchen wir natürlich, Merkmale, die teilweise parallel in verschiedenen Erhebungen erhoben werden, nicht mehrfach zu erheben. Hier gilt es auch, eine Harmonisierung von Merkmalsdefinitionen vorzunehmen, aber das ist eine Diskussion, die wir hausintern und mit Eurostat auf europäischer Ebene führen müssen. Eine Tendenz, die sich sehr stark durchsetzt, ist, dass es im europäischen statistischen System in Zukunft einen stärkeren Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten geben wird, alles unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen, mit dem Ziel, dass wir bestimmte Erhebungen in Zukunft nicht mehr durchführen müssen, ohne aber auf der anderen Seite die Informationen zu verlieren. Beispiel Außenhandel. Wir können in Zukunft, das ist jedenfalls der Plan, müssen nicht mehr beide Seiten erheben, Importe und Exporte, sondern können die Importdaten durch die Spiegeldaten unserer Nachbarstaaten ersetzen und daher den Erhebungsaufwand deutlich reduzieren. Wie gesagt, das ist eher Zukunftsmusik, und wir müssen schauen, dass die Qualität hier gesichert ist und dass der Datenschutz gewährleistet ist. Aber das ist die Tendenz, in die das europäische statistische System geht. Herausforderung Statistik und Politik. Statistik wird zunehmend als Entscheidungsgrundlage für sehr wichtige wirtschaftspolitische Entscheidungen auf europäischer, aber auch auf nationaler Ebene herangezogen. Ich habe hier nur 2 Beispiele genannt. Die Europa 2020-Ziele sind Ziele, da gibt es diese 5 Hauptziele, die verfolgt werden, die alle überprüft, überwacht, gemonitort werden anhand von statistischen Indikatoren. Und diese Indikatoren müssen entsprechend den von der Politik formulierten Zielen adäquat aufgesetzt werden. Hier gilt es, eine gute Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft sicherzustellen. Ein 2. Beispiel, Indikatoren zur Lebensqualität. Sie haben vielleicht die Diskussionen mitverfolgt. Das Bruttoinlandsprodukt ist zwar das prominenteste statistische Datum, das immer über die, wenn es um die Wirtschaftsentwicklung und um die Weiterentwicklung von Gesellschaften geht, herangezogen wird, deckt aber nur einen Teil der Wahrheit ab. Und hier gilt es, sozusagen das Bruttoinlandsprodukt zu erweitern, um andere Indikatoren, die die Lebensqualität, die den Fortschritt von Gesellschaften besser abbilden können und die Breite des Spektrums besser abbilden. Eine weitere Forderung an die Statistik ist natürlich, schneller zu arbeiten, schneller die statistischen Daten zur Verfügung zu haben. Und da ist einerseits das Beispiel, das ich vorher bei den Steuerstatistiken genannt habe, im Kopf zu behalten. Andererseits geht es aber auch immer um einen Trade-off zwischen Qualität und Schnelligkeit. Und wir müssen natürlich einen gewissen Qualitätsstandard halten und hier Plausibilisierungen vornehmen können, bevor wir zu vorschnell mit Daten rausgehen und diese Daten dann sehr stark revidiert werden müssen. Ein Phänomen, das wir zunehmend in der Europäischen Union beobachten, und das ist auch unter anderem eine Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise. Ich habe hier die Beispiele Stabilitäts- und Wachstumspakt und die makroökonomischen Ungleichgewichte genannt, ist, dass die Europäische Union ihre Entscheidungsfähigkeit vor allem darin übersetzt, dass Regeln aufgestellt werden und
mit diesen Regeln bestimmte statistische Schwellenwerte verbunden sind. Sobald diese Schwellenwerte überschritten werden, setzt sich ein bestimmter Mechanismus in Gang und dann gibt es Sanktionen, dann gibt es genauere Überprüfungen durch die Europäische Kommission und so weiter. Das drängt aber die Statistik in eine Rolle eines Schiedsrichters, dass wenn zum Beispiel hier das Außenhandelsdefizit eine bestimmte Schwelle überschritten hat, dass dann plötzlich das rote Alarmlämpchen leuchtet und hier die Kommission tätig werden muss. Und das führt dann sehr schnell zu einer Diskussion, werden hier die adäquaten Methoden angewandt, sind die Indikatoren, die verwendet werden, die richtigen. Und hier gilt es, glaube ich, einen sehr sauberen Zugang zu dieser neuen, stärkeren Rolle, die die Statistik hier im Rahmen der EU-Wirtschaftspolitik hat, zu finden, indem man die Unabhängigkeit der Statistikinstitute stark unterstreicht und hier eine politische Einflussnahme in sehr stark politische Indikatoren möglichst ausschließen kann. Letzter Punkt, den ich konnte es mir nicht verkneifen, diesen Punkt hinzuschreiben, diese neuen Herausforderungen, die natürlich sehr stark auch mit Investitionen verbunden sind, treffen uns natürlich in einer Zeit, wo öffentliche Budgets von Konsolidierungsbemühungen geprägt sind und viele meiner Kollegen in der Europäischen Union, inklusive wir selbst, kämpfen darum, dass wir den Status quo gerade noch aufrechterhalten können, was das Budget betrifft, wissen aber oft nicht, wie wir diese Investitionen, die hier mit der Weiterentwicklung der Statistik verbunden sind, letztendlich finanziell abdecken können. Hier gilt es, glaube ich, im Hinterkopf zu behalten, dass wenn man den Sparstift bei den Statistiken ansetzt, man hier auf Informationen in der Zukunft verzichtet. Und das ist natürlich aus unserer Sicht, aber auch aus Sicht der Wirtschaftspolitik, glaube ich, problematisch. Abschließend, ich bin natürlich als Vertreter der Statistik Austria der Meinung, dass wir als Statistik einen wichtigen Beitrag leisten zur Aufbereitung für die Entscheidung sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft. Wir versuchen, modernste Techniken einzusetzen, um die Erhebungsvorgänge möglichst unbürokratisch zu gestalten und Sie als Unternehmen, aber auch die Haushalte möglichst als Respondenten zu entlasten. Und wir wissen, und das habe ich versucht anhand der Herausforderungen, die ich skizziert habe, zu zeigen, dass die Bedeutung von Statistik in Zukunft in einer Informationsgesellschaft steigen wird und dass es wichtig ist, hier auch die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und jetzt haben Sie nur mehr eine Hürde bis zum Mittagessen. Dankeschön.